Es läuft schon die Nachspielzeit. Braunschweig warf alles nach vorne. Bär hält den Ball im Spiel. Kiewski hat Platz und findet Julius Düker. Ausgleich. 1:1 für Braunschweig. Der gebürtige Braunschweiger, ausgeliehen aus Paderborn, mit perfektem Kopfball. Sein erster Treffer für die Eintracht. Und er ist so, so wichtig. Wir springen in die Nachspielzeit. 92. Minute. Kiewski mit dem Einwurf. Und der eingewechselte Düker. Düker und Ausgleich. Braunschweig macht das Last Minute 1:1 durch den gebürtigen Braunschweiger. Gegen Groß-Asbach schon für viel Freude gesorgt mit seinem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Von Simon Scherder. Nicht die Hand. Ecke Kiewski. Und der Ball geht rein. Und es ist schon wieder der Düker. Es ist schon wieder der Düker in der Nachspielzeit. Ja, ist das denn zu fassen? Gegen Groß-Asbach. In den letzten Zügen mit dem Ausgleich. Und wieder schlägt der Düker spät zu. Ecke von Kiewski und dann ist so viel Gewühl vor Schulze Niros und er ist einfach am schnellsten und drückt den aus 3 Metern rein.